Erinnerungen eines alten Märchenfachmannes gaben den Stoff zu dieser Erzählung, die der Autor mit seinem Sprachsinn in der alten Berndeutsch-Mundart berichtet. So entstand eine deftige, wenn auch urheimerige und dabei sehr interessante und märchenhafte Geschichte, wie sie sonst eben nur das große Leben zu schreiben vermag, wenn es denn schreiben könnte. Es war mal ein riesen Schafsäckelwolf gsi. Der hat auf einem Tischlein dicklich 7 Geissli parat zum Fressen, was an der Türe vom Knusperhäuschen gebollet und von draussen her einen sichtlich belämmerten, gestiefelten Kater vermeldet. Jetzt sei aber etwas nicht mehr gut in dem versackten Wald draussen. Geht mal rein, bis mit dem Schweinehirt. Und der einfältige Hans im Glück schaue ich nebendran zu und sie gehen masturbieren wie letztes. Und Max und Moritz, die beiden Gegler, haben nichts Besseres gewusst, als das alte Holzbrückeli anzusagen. Und jetzt liegt der König mit seinen unsichtbaren Kleidern auf der Bäch Marie oben im Wasser und wäre am Versaufen gewesen, wenn nicht Schneewitterli mit ihren 7 Dobeli-Zwergen wäre zugelassen. Die bediente Schneeschnatte sind also an die unsägliche Konstellation hergeschlampet und haben die Situation im Schwicker kennt und haben nicht lang gefackelt und den Bremer Stadtmusikanten befohlen, hurtig geschwingt das tapfere Schneiderlein zu holen. Das sind aber gerade wie mein Holgersohn daheim am Wüst rummachen mit der geilen Prinzessin auf der Erbse, nachdem es vorgern ich gerade noch Schneeweißchen und das Rosenrötchen pudert hätte. Ja, und mir dürfen es ruhig gerade sagen, dass vorher auch noch gerade Rapunzel und die dicke Frau Hollenhagen müssen daran glauben. Frau Hollenhagen ist hier nicht mehr können laufen, also unschaffelig haben sie den Saubock von einem Schneider für 3 Schaken. Und wenn ich zufällig Hänsel und Gretel mit der schwulen Rumpelstilzen auf dem hälftigen Ross von Baron Münchhausen wäre vorbeigeritten und die Geisserei hat spitz bekommen, wer weiss, was noch alles hätte können passieren. Gott sei Dank hat die Witwe Polte geistesgegenwärtig ihren ungelüfteten Sterntaler aus dem Bärenaugungen nachher für ihn gefischt und dem Dreckschneider um die Schnur gehauen. Bis der Löch eben aufgeschreckt hat und mit seinen treusigen Stabrunkeln wie vom Däumeling gestochen davon gesäckelt sich und nochmal einen Gangschneider meck gemögt hat. Im Bickerwäldli oben sind dann kurz drauf schon wieder auf dem blagenden Aschenputteli oben gehockt. Aber das tapfere Rotkäppeli hat sich aus erbarmen Kopfruten den Fall übernommen und das geschändete Naschenputteli hat zu den starken Armen von König Drosselbart Rost gefunden. Später hat zu den Kollegen Rübezahl noch vollends von den Geritten, den Säuhung. Und wieder mal typisch, Friedrich, der Wüterich, der Vollidiot, hat wieder einen Sack gegroben an der Waffel gehabt und sich der Wilke wieder aber voll hackendicht seinen alten Gewohnheiten verfallen und hat dann nichts Gescheites gewusst, als noch am gleichen Abend dem verschlafenen Dornröseli aufzuhocken. In den alleranormalsten Variationen, notabene. Und dann sind gerade für einen Moment mit einem gestreckten Longhorse beschäftigt gewesen, dass ich gut plötzlich das Bebetze tapfere Schneiderlein über ihn hergefallen und habe hingeführt an ihm rumgemacht und ihm probiert, den Pleitrüttel einzugruben. Und zwar hat er auch anerkannt, dass er das Eigenbewusstsein verloren hätte.
Ja, und wie nicht schon genug Unheil wäre angerichtet worden, wie dem verfuckten Wald innen, hätte das Gute letztes Jahr noch gerade der grusige Frosch können müssen, das arme hässliche Entenlein nach Strich auf Faden durchkauten. Das wird man sich oben gesehen, wie ein trauriges Häufchen Bulle geschnetzelt zu drei goldigen Flumenfederli. Und genau, eben das sind nun definitiv des Guten zu viel gewesen. Und dann hat es halt einer gerechten Schöpfung endgültig gelenkt. Und dann hat er die ganze ungerechte, verfickerte Spiessbürger Dreckbampe mit einem barmherzigen, bechigen Beschütteflatz zugeschleistert. Und ja, man könnte es jetzt gerade drehen, wie man will. Aber seitdem sind wenigstens wieder Ruhe im Wald.